Shalom und herzlich willkommen zurück bei bei Angst. Wir haben es jetzt in der letzten Folge doch tatsächlich geschafft, in das Haus einzusteigen. Wenn ich nicht aufpasse, hört er mich am Ende noch. Aber vielleicht könnte ich ihn so aus dem Esszimmer locken. Naja, räumen wir erstmal die Küche aus. Was haben wir hier? Ein Knopf. Ein Schalter. Ist da echt ein kaputtes Glas im Schrank? Er hat gehört, wie das Glas runterfiel. Aber lange wird ihn das nicht aus der Küche fernhalten. What's going on here? Hallo. Guck mal, hier. Dann sollte ich nicht reingehen. Ich will nicht, dass er mich erwischt. Gut. Haben wir auf jeden Fall erstmal einen Schalter. Schalter. Wo können wir den schalten? Machen wir ein... Brechen wir... Ja, wir brechen nochmal ein. Hä? Ich glaube, der ist zu schnell von der Küche. Ich frag besser nicht nach. Okay, gut. Ja, alles klar. Schalter. Kühlschrank braucht einen Schalter. Ich würde lachen, wenn das der ist. Gut, dann machen wir mal von Frosty zu Flüssi. Oh mein Gott. Instant Uptown. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Ein Bild. Angstbild. Typ, müssen wir immer alles fotografieren? Befinde ich mich wieder in den Erinnerungen des Mädchens? Das ist bestimmt seine Sache. Guck mal, was haben wir hier Schönes? Offener Rucksack. Das ist eine Kurbel. Ja, für die Spule, ganz sicher, ganz wichtig. Ich muss die Falte irgendwie aufkriegen. Ich kann das Seil nicht aufräumen, solange die Luke geschlossen ist. Gut. Haben wir hier ein paar Äste weg. Jetzt wollen wir was sehen hier. Hier haben wir einen Stern. Stern ist gut. Vogel. Vielleicht hat das Vögelchen ja Hunger. So. Kurbeln wir mal. Och, Essen. Was? Hat das wirklich jetzt von hä? Hat das wirklich jetzt echt wirklich von innen das Ding? Okay, alles klar. Alles gut. Gut. Was haben wir hier noch? Wühlen wir mal ein bisschen in der Scheiße rum. So, einen Stock. Kann man das Fenster einschlagen oder. Ich brauche etwas Langes, um dran zu kommen. Ich habe doch was Langes in der Hand. Verstehe ich nicht. Was haben wir hier? Ohne ein Stiel ist das Netz nicht zu gebrauchen. Dann machen wir eben so. Ja, schöner Grafikfehler. Going for the stars. Gut, was haben wir hier? Das sieht aus wie... Keine Ahnung, ein Messer. Das sieht wie eine Achse aus. Ist hier irgendwo ein Rad? Nö. Was braucht man? Ein Steuerrad, ein Wimpel, ein Geheimversteck, Sterne und ein Kaninchen. Wo kriegen wir denn jetzt hier am besten ein Kaninchen her? Okay, gut. So viel dazu. Da haben wir die Wimpel und einen Stern. Hier haben wir den letzten Stern. So. Super. Klemmen natürlich.
Ich muss die Bretter irgendwie lösen. Mit dem Lineal des Todes. Hier haben wir das Kaninchen. Oh, thank goodness, you're all right. It's too dangerous to go out alone at night. Don't ever do that again. I love you so much. I'd never forgive myself if something happened to you. Oh, I love you so much. I could not. Ah, das ist so schrecklich schlicht gespielt. Das ist unglaublich. Eine Ölflasche. Gut. Warum nicht? Gucken wir mal auf der Karte. Haben wir irgendwo einen Hinweis? Das war... Ah. In the kitchen. In the Küche. Gut. Haben wir uns eine Pfanne, Maiskörner, Öl? Vielleicht können wir uns da ein bisschen Popcorn machen. Ach, kann man das jetzt hier... Natürlich leer, so kann ich den Herd nicht anzünden. Natürlich, auf jede Pfanne passt auch ein Deckel. Können wir das Popcorn hier, das... Ey, das sieht hier aus. Die Leute leben hier. Das ist schlimm. Vielleicht kann ich die Glasflasche ja... Die Gasflasche ja auffüllen. Warte mal, im Schuppen stand eine. Können wir die vielleicht verbinden? Naja, gut. Pff. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Ach, das hat jetzt hier Mr. Zachary nicht gehört. Oder was, wenn ich hier durch die... Ey, das Spiel ist so herrlich. Gut. Gut, dann verbinden wir mal hier das Stück Schlauch. Ich muss den Schlauch befestigen, bevor ich an die Flasche auf... Ah! Lückklebeband. So. Jetzt müsste genug Gas in der Gasflasche in der Küche sein. Zeit, etwas Krach zu schlagen. I have still no idea what I'm doing. Okay. Jetzt, wo Gas in der Flasche ist, kann ich den Herd anmachen. Na denn? Erstmal die Pfanne. Ja, ich will den Herd ja auch anmachen. Ach, ich kenne mich mit Gas dann überhaupt nicht aus. Es tut mir leid. Ich, Schön. Schön. Jetzt stellen wir die Pfanne drauf. Jetzt machen wir uns ein bisschen Popcorn, weil fällt ja bei der Sauerei hier eh nicht auf. Zuerst. Erstes Öl. Frisch aus dem Kühlschrank. Ist natürlich perfekt, wunderbar flüssig. Dann machen wir die Maiskörner rein. Machen eine Decke auf die Dings. Ich kann mich durch das Esszimmer im Haus schleppen. Während er das Chaos beseitigt. Ich glaube, so ekelhaft dringend, wie die Küche aussieht, ist ihm das scheißegal, wie die Küche aussieht. Aber gut. Ja. Brechen wir mal ein. Again. And again, and again, and again. Und wir klauen Geld. Weil die armen Leute haben ja genug davon. Diese Tür sollte ich lieber geschlossen halten. Der Besitzer ist bestimmt noch in der Küche. Ist jetzt schon um 10? Verrückt. Die Flügel der Eule fehlen. Wahrscheinlich funktioniert die Uhr deswegen nicht. Hab mich auch gewundert, weil wir haben es ja jetzt schon um 4 Uhr nachmittags. Aufnahmezeit. Was ist das? Ah, erstmal schön den Stab voll zu klauen. Liegt da ein Schürhaken im Kamin? Den könnte ich brauchen, aber ich müsste erstmal das Feuer löschen. Und gefühlte 5 Stunden warten, bis das Scheißding abgekühlt ist. Haben wir noch irgendwo was?
Da komme ich nicht dran. Das sieht aus wie ein Flügel, oder? Eine Butterdose, ein Gedeck, Blumen, eine umgekippte Tasse. Hier war es mal hoch. Was haben wir hier? Krug. Ein leerer Krug. Da klauen wir uns noch ein bisschen Geld. Können wir den Hut hier mitnehmen? Nö. Die Tür ist abgeschlossen. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Sagt die Frau, die hier überall einbricht. Ah, oh Mann, ey, was haben wir hier? Der ist nämlich an einer Eidechse. Es sollte nicht allzu schwer sein, den passenden Schlüssel aufzutreiben. Ist ja eh alle. Oh, hi! Danke? Das ist ein klitzekleines bisschen creepy. Ein Origami-Buch. Ne, will ja nicht zurück. Was haben wir hier? Ach, das Mutschen. Go away, Zachary. I don't want to talk to you. Fun Fact: Ich bin nicht Zachary. Was stand da eben gerade? Ich muss Frau Henderson einen Brief zukommen lassen. Hä? Ich meine, ich kann mich irren, aber ich glaube jetzt nicht zwangsweise, dass wir so klingen wie ihr Mann. Wert. Adler. Pferd. Ach. Pferd. Noch mehr Money. Dieser Sekretär hat wirklich eine Menge Platz. Da lässt sich alles Mögliche verstecken. Dann gucken wir mal. Eine Haarbürste, ein Spiegel, eine Klammer, Foto. Ein Füllfederhalter. Okay, was haben wir hier? Eine Sonnenbrille, ein paar Blümchen, ein Band. Ach, guck mal, einer schaut hinter. Und ein Flügel. Was haben wir hier? Dieses Blatt Papier könnte nützlich sein, um einen Brief zu schreiben. Nein. Keine Tinte mehr drin, ich muss es auffüllen. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber was ich mir mal frage, ist, was machen wir mit diesem alten Gut. Obwohl die Zeichnungen ganz klar von einem Kind stammen, sind die ziemlich gut. Ach Gott. Sieht aus wie ein Papierflieger. Ich dachte, ich soll einen Brief schreiben. Hä? Okay, aber wo kriegen wir jetzt erstmal Tinte her? Krug, Feuerzeug, Hase, Flügel. Das Dach fällt ja schon auseinander, das ist ja... Schlüssel. Schüssel. Schüssel. Gucken wir mal, Mister, hier ist noch, wie kommen wir jetzt hier oben? Ach, da brauchen wir vielleicht den Schürhaken. Wie kriegen wir das Feuer aus? Würden wir sinngerechterweise einen Mann spielen, könnten wir es ja einfach auspinkeln. Oder wir nehmen hier den... Nehmen die gute Limonade, wofür wahrscheinlich Frau Henderson stundenlang in der Küche, in der dreckigen Küche stand, um sie zu kredenzen. Und schütten sie einfach ins Feuer. Hier. Er braucht schon Feuer im Hochsommer. Jetzt sehen wir den 15.000 Grad heißen Schürhaken. Verbrennen uns damit die Hände und... Okay. Gut, dann ziehen wir einfach mal die ganzen Kronleuchter runter, ist es. Herrlich. Ach, guck mal, na schau. Schlüssel.
Da will ich eh nie wieder hin. Na gut, nochmal fürs Haus einen Schlüssel. Mit dem Quietsche-Entchen dran. Jetzt ist die Uhr wieder kaputt, oder was? Verrückt. Quietsche-Entchen, nur mit dir. Vielleicht passt der hier. Klar passt der. Sieht mir nach dem Badezimmer aus. Überall Dampf, ich kann überhaupt nichts erkennen. Mal Fenster aufmachen. Ja, hier doch. Ach Mensch, sorry, ich wollte jetzt hier nicht stören beim Baden. Gut. So viel dazu. So, noch ein bisschen Money, können wir ein bisschen Seife klauen, oder? Und du? Sorry, das wollte ich nicht. Der war schon kaputt. Der war schon kaputt. Ja. Ich das war schon so. Ich habe das jetzt zufällig so gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie die Kombination lauten könnte. Ich muss sie erst finden. Ja, das ist durchaus möglich. Gucken wir mal hier mal ein Duschtuch. Kann man hier an den Schrank ran? Klar können wir das. Was haben wir hier? Das ist Jod. Today's Note, das wird jetzt das Jod. Ein Milizstreichen aber abgeschlossen. Hm. Können wir vielleicht mit dem Jod schreiben? Na, aber natürlich. So. Liebe Frau Henderson, wir brauchen ganz dringend Ihre Hilfe. Können wir uns irgendwo unterhalten? Ach, guck mal an der Show. Ach, das kann man ziehen. Gut, gucken wir mal. So. Nun komm schon. Gut, dann haben wir das jetzt, gerade war das letzte Mal, wenn ich einen Papierflieger gebastelt habe. Ich mach mal ganz kurz das Ding unten weg. Das war hier, Hallo? Bild 3. Von da. Ach so. Nicht bis zum Ende. Das muss mir auch mal einer sagen. Jetzt haben wir das. So. Schön in Pink. Dann haben wir. So. Ich war noch gar nicht fertig. Gut. Na, komm her. Was ist das für ein hässlicher Papierflieger, ey? So. Frau Henderson. Okay. What to do, what to do? Ich habe gerade eine ganz böse Vermutung. Wir hatten ja im Garten. Das offene Fenster. Wenn mich mein architektonisches Grundverständnis nicht täuscht, müsste das auch das Zimmer sein, wo Frau Henderson. Frau Henderson. Ja, Meisterwurf. Beim ersten Mal gleich perfekt getroffen. Hey, damit kann man jemanden verletzen. Nehmen wir es mir das an.
treffen Sie mich am Maisfeld. Mit diesem Zahnrad kommen Sie an der Vogelscheuche vorbei zum alten Wasserturm. Versuchen Sie mir ein Signal zu geben, wenn Sie es geschafft haben. Wenn? Hä? Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal schnell Reise. Ja, Vogelscheuche. So. Dann kicken wir mal. Zahnrad. Zahnrad haben wir hier. Zack. Nee. Das war's? Da haben wir eine super hochmoderne wissenschaftliche Errungenschaft, eine mechanische Vogelscheuche, und dann bewegt sie sich nur 2 cm zur Seite. Puh, harter Stoff, harter Tobak. Eine Lampe. Erstmal alles rausklauen. Kann ich jetzt. Okay. Wer kommt denn auf seine solche Schnapsidee? Ich glaube kaum, dass ich diesen Knoten schnell aufbekomme. Fire. Bam, bam, bam. Bam, bam. Fire. Gut, hier haben wir eine Kerze. Ich dachte, das ist ein Feuerding. Der Traktor ist viel zu schwer. Ich kann den Wagenheber nicht einfach rausziehen. Ich muss erst den Traktor abstützen. Klappt das? Klappt da. Hat da. Also langsam fühle ich mich gar nicht mehr schlecht, wenn ich über das ganze Geld einsammle, weil ich glaube, die Leute haben es einfach nur verdient, beraubt zu werden. Ich brauche einen Reflektor, sonst ist der Lichtschein zu schwach. Ach, was soll ich? Reflektor? Kann ich den jetzt einfach hier vom Traktor abbauen? Wo soll ich denn jetzt einen Reflektor herbekommen? Vielleicht kann ich diese alte Laterne benutzen, um Frau Henderson ein Signal zu geben. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber wo soll ich jetzt bitte schon einen verfluchten... Da! Reflektor herbekommen. Oh Gott, ey. Wo könnte das Ding... Was könnte denn... Wie könnte das ganze Ding denn sein? Mein Gott. Arg! Wagenheber. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Aber wo kriegen wir jetzt einen Reflektor her? Oh mein Gott!